Guten Tag, ich baue einen GHMS 50 Güterwagen in 5 Zoll und wollte euch gerne mal ein bisschen davon zeigen. Ich habe leider schon ein bisschen angefangen, aber trotzdem, jetzt so zwischendurch habe ich mir überlegt, können wir ja noch mal ein bisschen was davon filmen etc. auf YouTube hochladen. Sowas gibt es nicht so und dachte, ja gut, probieren wir es mal aus, mal sehen, was draus wird. Vielleicht gibt es ja den einen Interessenten, der sich den auch interessiert, mal sowas zu basteln. Naja, auf jeden Fall bauen wir jetzt erstmal das Dach und mal schauen, ob es Spaß macht. Seht mal mit rein.
damit habe ich das Dach einmal grundiert. Das hat den Grund, dass das Dach ja quasi die meisten witterungsbedingten Sachen abkönnen muss, weil das ist ja wie gesagt das obere Teil von einem Waggon. Deswegen habe ich da nochmal vorsichtshalber nochmal ein bisschen Grundierung drauf gemacht, dass das Holz ein bisschen geschützt ist, falls später die Dachfolie bzw. das Dach, die Dachpappe nicht so wirklich dicht hält. Ja. Das ist der Kasten, das ist die Außenseite des Güterwagens. Der wird außerhalb noch verziert jetzt quasi und ja, innen kannst du Sachen reinpacken. Und das Dach, wenn das drauf ist, kannst du es als Güterwagen nutzen. Und falls du das mal Person fahren musst, möchtest, kannst du quasi auch den als Personenwagen nutzen. Kannst hier so ein Brett drauf machen, wo du drauf sitzen kannst und kannst dann quasi so mitfahren. Ja, das Ganze wird noch lackiert und verziert. Das dauert natürlich noch ein bisschen. Hier habe ich übrigens noch die Löcher zugespachtet. Hat den Grund, das sieht außerhalb dann ein bisschen schöner aus. Anders als wenn da noch so ein paar Kreuzschrauben rausgucken. Ja, wir schauen mal, wie wir es weitermachen. Jetzt bin ich erstmal für heute fertig.